siehst, ja. Das Fortuna-Logo, geht's los. Okay. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie noch gewartet haben auf den VIP-Talk hier bei uns im VIP-Bereich der Air Berlin World. Das Ganze präsentiert von Keuter Grundbesitzverwaltung und Kälteklima Peters. Denn auch heute nach dem 2:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld haben wir natürlich zwei Spieler, die uns noch Frage und Antwort stehen zur Begegnung und natürlich ja, auch so, wie es weitergeht in den laufenden Spielen und so weiter. Unser Torwart Michael Ratajczak und Stürmer Ken Idesø, Danish Dynamite bei uns, schwitzt noch ein bisschen, genau. Dürfen wir ruhig erstmal mit dem Applaus begrüßen. Und ich habe mich schon gefragt, wo sind sie denn? Haben sie sich verlaufen? Nein, das nicht, aber laufen war schon ganz richtig. Ja, richtig. Wir sind in die Kabine gekommen nach dem Spiel und hat uns unser Trainer empfangen und sagte, dass wir morgen frei haben, aber dafür müssen wir noch eine Runde um Platz traben. Na, das nimmt man, glaube ich, ganz gerne mit. Also, wir haben gerne gewartet. Ja, lass uns kurz über das Spiel reden. Wie habt ihr die Begegnung gesehen? Ich finde, Bielefeld ist wirklich relativ stark aufgetreten. Also nicht wie eine Mannschaft, die unten im Tabellenkeller steht, für die nichts mehr geht, oder? Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, die Bielefeld haben sich schon lange mit der Situation arrangieren können. Mikro kaputt oder was? Ja, gut. Ich glaube, die Bielefeld haben sich schon lange mit der Situation arrangieren können und ja, jetzt muss ich ein bisschen leiser reden. Schreien? Nee. Ja, die haben ein gutes Spiel gemacht heute. Super. Ist nicht so schlimm. Ja, Ken, kommen wir zu dir. Wie hast du die Begegnung heute gesehen? Das war kein Sommerkick. Du schwitzt immer noch vom, ja, hier ist es natürlich auch warm, vom Auslaufen, aber auch von der Begegnung. Eine Menge Schweiß heute. Was? Yeah, I'm sweating. So are you, I can see. Yeah. well, actually, it was a difficult game today. Of course, all the Bielefeld players, they want to show that, well, that they're good players and that maybe they can play for other clubs when a lot of their contracts are ending, when they're going down to the third division. So we had a lot of difficulties today with playing the ball. And, well, fortunately, we won. Also ich darf das kurz übersetzen, er sagte, dass das Spiel wirklich schwer auch für ihn war und die Bielefelder sich natürlich empfehlen möchten, auch für neue Verträge bei anderen Vereinen und deswegen alles gegeben haben und deswegen es keine einfache Begegnung war. Ja, was sagst du denn jetzt hier zum Stadion? Es war heute das Bergfest nach der ersten Halbzeit, jetzt haben wir noch ein Spiel, hier sollen wir es stehen lassen oder nicht, Ratter? Sehr gerne, auf jeden Fall. Ja, es ist schon Highlight für uns, auch in diesem Stadion zu spielen. Letzte Woche war es eine tolle Atmosphäre. Heute, muss ich sagen, habe ich es noch ein bisschen intensiver gespürt. Eine tolle Sache. Von mir aus können Sie es so stehen lassen. Und, ja. Aber wir wollen natürlich nicht unsere Esprit-Arena irgendwie schlecht reden. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns natürlich spätestens, wenn es mal wieder richtig regnet und kalt wird, dann sind wir schon froh, dass wir das tolle, überdachte Stadion haben. Ja, Ken, du hast heute deine gesamte Familie da, sehe ich. Alle sind sie heute gekommen aus Dänemark, dann hat es doch mit dem Tor nicht geklappt. Hast du heute besonders viel vorgenommen? Ja, unfortunately I couldn't score today, but as an offensive player you always have to score. And well, today I had the chance to score, but I missed it. And well, I wasn't really sharp today, if you can say it like that. Yeah, they came for nothing. Naja, they came for nothing möchte ich so nicht übersetzen. Also als Stürmer ist natürlich sein Ziel, immer Tore zu schießen. Das hat heute dann nicht geklappt. Und dann hätte er gerne seiner Familie ein Tor geschenkt, aber zumindest hat er das Trikot schon mal mitgebracht. Ja, ja. Ja, lass uns noch ein bisschen kurz nach vorne gucken. Jetzt geht's nach Karlsruhe. Das sind immer noch drei schwere Spiele. Karlsruhe, Greuther Fürth, für die es oben um alles geht. Alemannia Aachen, das letzte Auswärtsspiel. Die haben heute auch auswärts, glaube ich, gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig verstanden. In Augsburg gewonnen, genau. Also die wollen es auch nochmal wissen. Wie siehst du die nächsten Aufgaben, Ratter? Ja, es ist so, dass es für Karlsruhe nächste Woche natürlich noch um alles geht. Die stehen unten drin und die müssen unbedingt punkten, um da unten rauszukommen. Wir fahren dahin, um auch die drei Punkte da mitzunehmen, damit wir auch die Saison erfolgreich auch beenden können. Gegen Aachen ist ein Derby auch. Und unser letztes Heimspiel und dann werden wir natürlich auch alles in die Waagschale werfen und die Fürther im letzten Spiel, ich denke, die werden bis zum letzten Spieltag auch um den Aufstieg mitkämpfen. Aber der Blick auf die Tabelle, jetzt sind wir schon mal im ersten Drittel der Tabelle, das sieht schon besser aus. Absolut. Ken, wie sieht's aus mit deiner Zukunft? Wie gefällt es dir in Düsseldorf? Könntest du dir vorstellen, was länger zu bleiben? Ja, gerne.
Ich möchte natürlich gern hier grün. Geht einfach weiter. Ich möchte natürlich gern hier bleiben, aber das ist nicht meine Beschlussung. Ich muss noch warten und ich kann eigentlich nur mein Bestes tun, jedes Spiel, und das probiere ich immer. Was gefällt dir besonders gut an Düsseldorf, auch an der Stadt, am Verein? Ja, Stadt ist fantastisch natürlich, aber auch, ich finde eigentlich, die Fans hier sind ganz fantastisch, ich habe nie so etwas erlebt und ja, einfach fantastisch. Also braucht man nur noch den Mann loseisen vom Verein in Dänemark für ein paar Euro und dann haben wir ihn schon unter Vertrag. Ja, vielen Dank euch beiden. Dann würde ich sagen, wir schwitzen hier ganz schön. Holt euch was Frisches zu trinken und wir sehen uns dann hier wieder in der Air Berlin World. Wir haben es eben schon gesagt, am 8. Mai dann um 13.30 Uhr zum letzten Heimspiel Alemannia Aachen zu Gast hier. Vielen Dank euch beiden. Ihnen noch ein schönes Osterwochenende, was davon noch bleibt. Und Dankeschön natürlich an Kälteklima Peters und Keuter Grundbesitzverwaltung, die nämlich unseren VIP-Talk hier präsentieren. Mein Name ist André Scheidt. Jetzt noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Danke.